gibt es Stolperfallen für den Aufsichtsratsvorsitzenden in der Versammlungsleitung? Die Strukturierung des Rede- und Frageflusses ist an sich die Hauptleistung, die man hat. Bei einer schwierigen Hauptversammlung, die lange dauert, das so zu strukturieren, dass beide Teile zu ihrem Recht kommen. Die Aktionäre, die auch nach Hause wollen und abstimmen wollen, und diejenigen, die reden und fragen wollen. Und das ist in der Praxis auch, sind das die Hauptprobleme, und da kommen die Gerichtsentscheidungen her. Nicht? Wir haben bei der Deutschen Bank den Fall gehabt, dass die Rednerliste nicht vollständig abgearbeitet wurde. Prompt sagt das Landgericht Frankfurt, ja, dann sind die Beschlüsse eben anfechtbar. Also es gibt immer wieder Situationen, in denen man als Externer ein wenig den Kopf schüttelt, dass da mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden mal die Pferde durchgegangen sind. Das mag sein, dass er sich Eigenmächtigkeiten herausnimmt bei Ordnungsmaßnahmen. Es ist natürlich keine Eigenmächtigkeit, weil er für ordnungsmäßige Maßnahmen formal zuständig ist. Allerdings, wenn er die Hauptversammlung, die ja zunächst einmal eine Mitgliederversammlung der Anteilseigner ist und damit also streng genommen jedenfalls nicht dem Aufsichtsratsvorsitzenden untergeordnet ist, wie Schulbuben zusammenstaucht, dann kann man sicherlich auf diese Weise eher Fehler machen. Ja, insbesondere wenn man Ordnungsmaßnahmen zu streng oder auch vielleicht zu lax verhängt, kann das durchaus auch rechtlich relevante Folgen ziehen, insbesondere ist daran zu denken, dass er vielleicht sehr frühzeitig einen Aktionär ohne Vorwarnung des Saales verweist. Das kann dann die Nichtigkeit der Beschlüsse nach sich ziehen. Das ist dann eine sehr teure Eigennichtigkeit. Versammlungstechnisch beobachte ich häufiger den Fehler, dass der Aufsichtsratsvorsitzende sich spontan in Wortgefechte mit Aktionären verliert. Dadurch geht ihm ein deutlicher Teil der Souveränität verloren. Und er geht zumindest das Risiko ein, dass er mit diesem Wortgefecht auch die Kontrolle über seine Ordnungsmaßnahmen verliert. Das heißt also, dass ihm ein Wort mal rausrutscht. Beliebt sind auch so Dinge, dass er die Rednerliste zu schnell schließt oder vielleicht sogar, dass auch mal passiert, dass der Aufsichtsratsvorsitzende versehentlich einfach mal die HV als Ganzes zwischendurch beendet hatte. Wie ist die Redezeit zu begrenzen? Darf sie überhaupt begrenzt werden? Der deutsche Corporate Governance Codex sagt ja, zwischen 4 und 6 Stunden soll die Hauptversammlung sein. Das ist die Normalhauptversammlung. Und die muss sich eben so strukturieren, auch von der Redezeit, dass das in etwa erreicht werden kann. Und wenn ich noch viele Leute auf der Liste habe, muss ich eben kürzen mit der Redezeit. Ich kann nicht sagen, es hat noch jeder 30 Sekunden. Das wäre dann auch ad absurdum. Aber das ist seine Aufgabe, sich da in einem Art Zeitmanagement so durchzufinden, dass Rede- und Fragerecht gewahrt bleibt, aber auch die Versammlungsleitung ordentlich und die Versammlung ordentlich abgewickelt wird. Das würde ich sagen, ist die, wenn es eine Falle gibt, dann ist es diese. Dass man Leute aus dem Saal wirft, das wird selbst vorkommen, da wird der Werkschutz gerufen und der renitente Aktionär rausgetragen.